give it all for a look, for a call, for a kiss, for a roll, a part of any universe, of any planet, air, sky. Ich zeige euch mal, wie wir morgens frühstücken hier. Guten Morgen, Jürgen. Morgen. So sieht das hier aus. Ich gucke gerade, ob ihr alle abonniert habt. Ja, wir sitzen hier ein bisschen an der Straße, ist halt so. Ist dieser Platz, haben wir euch ja schon gezeigt. Und ja, wir haben heute vor mit der Biene wieder. Ja, du hast ja so eine. Und zwar wollen wir heute in so einem Bergdorf fahren. Und zwar nach Frigiliane. Das soll ein ganz nettes Örtchen sein. Und ja, da wollen wir heute mit der Biene mal hinfahren. Ne? Ja. Ja. Gestern hast du geguckt, so 15 Kilometer oder so. Ja, sowas um den Dreh. Ja. Also mit der Biene total gut machbar. Ne? Ja. Also hier, muss man auch schon irgendwie zumindest ein Fahrrad haben, sonst ist das alles wieder viel zu weit weg. Ne? Außer man fährt hier nur zur Strandpromenade und so, das ja. Das wollen wir euch auch noch zeigen. Und zwar fahren wir hier auch noch mit dem Fahrrad bis so in 10 Minuten da, ganz locker. Ja, ja. Hm? Das zeigen wir euch auch noch, die Strandpromenade mit den vielen Restaurants und ja, halt die Promenade. Ne? Und ja. Ja. Dann haben wir vielleicht noch vorne, da gibt es noch ein Bergdorf. Ob wir das schaffen, weiß ich nicht. Das nennt sich Kompeter. Schauen wir mal. Ja, ne? Und dann nehmen wir nicht so einen Wohnmobilstellplatz. Genau. Wenn wir dann noch Kompeter fahren, dann zeigen wir euch diesen Stellplatz auch noch mal kurz. Ja. Der ist dann, wie gesagt, im Landesinneren. Genau, ja. Und Das ist ein ganz ein kleiner Wohnmobilplatz in den Bergen oben. Ja. Schauen wir mal, ne? Ob wir das auch noch schaffen. Ne? Ja. Hier kannst du ja mal zeigen, wie wir unseren Strom hier machen. Ja. Wenn wir morgens aufstehen, ist Jürgen seine Arbeit als erstes, dass er das Solarpanel aufstellt. Ich lasse das nicht draußen stehen. Ich weiß nicht, wie feucht das wird abends oder nachts hier. Und das ist ja jetzt nicht feuchteresistent oder wasserresistent. Genau. Ja, weil der Strom hier, wir sind ja jetzt nicht pingelig und kniepig, aber der Strom kostet hier 80 Cent die Kilowattstunde. Und das brauchen wir nicht. Wir nach, ich sag mal, so nach 2 Stunden oder 3 Stunden sind die Batterien wieder ganz voll. Ja. Und kostet nichts. Ne? Genau. Ja, dafür haben wir das ja, ne? Genau. Ja. Ja, so würde ich sagen, dann sehen wir uns nachher auf dem Berg wieder, oder? Auf dem Berg, genau. Ja. Ja gut, ne? Dann würde ich sagen... Ach nee, mir fehlt noch was ein. Ja. Wir sind dann noch zur Paella essen eingeladen. Ja, wir sind noch beim... Genau. Richard und Lore, das sind... liebe Menschen, die wir auf Mar Azul kennengelernt haben und die haben uns heute zum Pizza-Essen eingeladen. Genau, Paella-Essen. Ich habe nämlich auch vorhin Paella-Essen eingeladen. Und da müssen wir erst mal fragen, ob wir die da auch filmen dürfen. Und aber ich denke mal schon. Und dann zeigen wir euch mal, wie eine selbstgemachte Paella hier aussieht. Paella. Genau. Ne, so heißt das, ja. Ja, was ich euch noch zeigen wollte, vielleicht interessiert das auch den einen oder anderen. Und zwar, damit wir nicht immer zu Fähr- und Entsorgung fahren müssen, stellen wir einfach immer so einen großen Spüleimer unter unserem Abwasserablass. Und wenn der dann voll ist, brauchen wir einfach nur da vorne rübergehen und wegschütten und fertig. Somit haben wir den Abwassertank eigentlich immer leer. Ja, das erleichtert immer einiges, finde ich so. Ja, und man hat das nicht tagelang in dem Tank drin, weil das riecht ja auch nach einer Zeit ein bisschen unangenehm. Ne? Ja, so machen wir das immer, wenn die Möglichkeit gegeben ist natürlich. Ne? Ja gut, ich würde sagen, wir machen uns gleich fertig und fahren in die Berge. Und wenn ihr Lust habt, kommt mit. Ich würde sagen, bis dann. Tschüss. Wir sind heute wieder mit der Biene in dem Örtchen Torx. In dem richtigen Ort Torx. Wir wohnen ja Torx Costa. Genau. Und sind heute mit der Biene mal hier hochgefahren. Das sind 6 Kilometer, ne, ist jetzt nicht weit. Kann man eigentlich auch gut mit dem Fahrrad machen vom Stellplatz aus, gar kein Problem. Hm. Jetzt sind wir hier oben direkt auf den Anhöhe von dieser Stadt. Das ist ne? hier, wie nennt sich, glaube ich, Urbano, also die Altstadt. Genau. Ja, ist ein bisschen nett schon wieder dekoriert, schon mit schönen Schirmchen. Und ja,
kleine Bars, Restaurants hier oben auch schon wieder. Genau, schöne Balkone. Genau. Ja, wir gehen jetzt durch die Altstadt mal so ein bisschen durch, gucken uns das an und ich würde sagen, ihr kommt mal wieder mit, ne? Geht immer vor. Das erste Highlight gleich. Ja, komm, so schlecht ist es auch nicht. Nein, so eine Treppe hier. Mosaikstufen, wenn ne? Wenn ich die Kabel sehe, möchte hier nicht Elektriker sein. Also ihr glaubt nicht, hier fahren sogar die Autos hoch. Das ist schon ziemlich schmal hier, ne? Ja. Aber war gestern, bei dem letzten Video von dem letzten Bergdorf, da fuhren ja auch die Autos rum, ne? Ja, ja. Aber schon ziemlich schmal, ne? Da muss man schon mal ganz gepflegt an der Seite gehen. Zufällig sehen wir hier so ein Gasverkaufsmann-Auto. Also die Spanier, die kochen alle zu Hause eigentlich mit Gas. Also die haben alle Gasflaschen in den Wohnungen, ne? Die werden hier immer versorgt. Geliefert. Beliefert und ja, ist so üblich hier in den Dörfern. Wir haben uns ja so eine Gasflasche besorgt. Solltet ihr mal eine benötigen, dann könntet ihr, wenn ihr so ein Auto seht, den einfach mal fragen, ob er euch eine verkauft. Richtig, also einige Gashändler machen das. Genau. Ja, nur so als Tipp. Jetzt schwenke ich mal hier rum. Das sieht auch schön aus hier. Also am interessantesten finde ich das oben. Die Gehege und Sachen da? Ja. Da sind auch diese alten Schirme, die haben keine Betuchung mehr oder wie man auch immer sagt. Und die haben sie dann behäkelt, ne? Ja. Total cool. Schön bunt hier. So, jetzt wieder zurück. Und dann müssen wir mal gucken, was es hier noch so gibt. Wir wollen euch ja nicht nur von Torrox Costa ein bisschen was zeigen, sondern auch von dem Ort hier mal. Ja, so nennt sich der Platz hier. Hier sind die bunten Regenschirme. Da ist Nicole. Das nennt sich der Regenschirmplatz. Nee. Doch. Da steht was anderes. Was steht denn da? Plaza della Constituzione. Ja, ja. Heißt bestimmt Regenschirm. Laut Google steht hier, das ist der Regenschirmplatz. Ja, wir sind jetzt eigentlich durch Torrox durch. Also durch die Altstadt. Durch die Altstadt durch und ist jetzt nicht so sehenswürdig, würde ich sagen. Nee. Also man muss jetzt nicht unbedingt hier hochfahren. Nee. So, liebe Camping- und Wohnmobilfreunde. Wir haben jetzt Torrox Altstadt verlassen und sind im Tiefflug mit der Biene zur Promenade. Biene steht da bei ihren Kollegen da. Und ja, wir gehen jetzt mit euch mal hier zur Promenade runter. Genau. Und hier haben wir jetzt wieder Jäckchen wieder dabei, weil hier ist ein bisschen Wind. Ja, aber noch aber geht es. Aber trotzdem warm. Ne? Also, es ist warm, ja. Also ich schätze mal so 22 Grad. Ja, bestimmt. Obwohl jetzt ein leichter Wind geht, ne? Ja, das ist eine unwahrscheinlich schöne lange Promenade hier. Also ihr könnt hier unendlich weit laufen. Ich weiß gar nicht, wie lang das ist. Also ist schon ordentlich, ne? Ja. Also die geht auch noch viel, viel weiter, wie man jetzt sehen kann. Die geht dann einmal so um die Ecke. Wir sind da schon mal mit dem Fahrrad runtergefahren. Mhm. Müssen wir ja gestehen, ohne euch. Und ja, hier ist das Meer. Dort hinten am Leuchtturm, wenn der Jürgen mal darüber fährt. Ja, im Moment der Leuchtturm da. Da fängt die Promenade eigentlich an. Genau. Und die geht ja so weit das Auge gucken kann, ne? Ja. Immer wieder Angler hier am Strand. Ich habe aber noch nie gesehen, dass hier einer was gefangen hat. Nee. Ja. So sieht die Promenade aus. Ja. Hier gibt es auch einen deutschen Bäcker. Von der Rier, deutsche Bäckerei. Aber ob der auf hat, das weiß ich gar nicht. Und da haben wir gehört. An diesem mintgrünen Haus unten drunter, da gibt es den besten Kuchen wohl, ne? Ja, es soll auch ein deutscher sein und da könnt ihr echt gut Kaffee und Kuchen essen und trinken. Richtig. Genau. So. Ja, welche Richtung gehen wir jetzt mal? Du gehst in die und ich in die. Ja gut, dann bis gleich, ne? Tschüss. Ich glaube, ich muss hinter Nicole her. Die hat das Geld.
Tja. Ja, man sieht auch hier, da sind die ganzen Rentner, ne? Die sitzen alle hier, ne? Klar. Stolz, ne? Ja. Kleine Schirmchen und liegen. Und hier gibt es Grill. Hier gibt es so Spieße. Ja. Ja, für die Hundebesitzer. Hier steht, Hunde am Strand verboten. Sind nicht erlaubt. Ich sehe auch wirklich keinen am Strand, hier auf der Promenade schon. Nein, aber am Strand aber nicht. Am Strand nicht. Ja, wir gehen jetzt nochmal da höher. Mhm. Da oben war der Remi Demi, ne? Da war da mit Musik und. Ja, war letztens, als wir da hergegangen sind. Da gehen wir jetzt nochmal mit euch hin. Wir gehen jetzt auch mal bis zum Leuchtturm, würde ich sagen. Zeigen uns noch so ein bisschen so ein Stückchen immer vor eine Promenade noch. Ja, ja, ja. Und ja. So, ne? Sollen wir das so machen? Machen wir so. Dann machen wir das so. Also hier oben, als wir hergefahren sind, hier war, da war aber spät Nachmittag, ne? Ja, das ist so eine Art Mexikaner da vorne. Ja. Da war richtig was los. Ja, jetzt leider nichts. Heute der ist hat zwar auf. Vielleicht auch abends erst wieder. Genau. Boah, das wird immer wärmer irgendwie, ja, ne? Wir gehen jetzt mal hoch noch zu dem Leuchtturm. Ja. Und dann würde ich sagen. Ja, war es das auch von der Promenade hier, ne? Ja. Also die ist sehr schön, können wir euch auch sehr empfehlen. Ja. Und wie gesagt, man kann unendlich weit laufen. Aber die ist nicht direkt am Stellplatz, ne? Nein, da müsst ihr so mit dem Fahrrad ungefähr mit ein, ja, 10, 15 Minuten fahren, ne? Ja. Ja. Ja, vielleicht 10, ja. Ne? Aber ist alles machbar. Jetzt sind wir hier am Anfang der Promenade vom Stellplatz aus gesehen und laufen auf den Balkon Mirador zu. Ja, das ist auch so eine Art Aussichtsplattform, wo unterhalb, wenn man das so sieht, weil durch die Gläser kann man nicht mehr gucken, ein paar Ausgrabungen sind. Was das war, keine Ahnung. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind hier so Glasplatten und man kann da so ein bisschen durchgucken. Mhm. Ist aber nicht schlimm. Nein. Ist ja nicht so hoch. Ist selbst für den Jürgen geeignet. Ja. Oder? Immer. Also man sieht hier wie so, weiß ich, was das war. Ja, irgendwas war da unten mal. Jo. So. Dann müsste hier man ja googeln, ne? Ja. Ja, hier ist der Leuchtturm dann. Man kann auch noch zu Fuß weiter hier rumgehen, wie man sieht. Alles sehr schön. Ja, genau. So, jetzt einmal so ein Schwenk über das Ganze hier. Ja. Das sieht ganz nett aus. Ihr könnt das so ein bisschen erahnen, wie weit das noch geht. Es geht noch um die Kurve da. Ja, ja, herum. Das geht viel weiter, wie man jetzt sehen kann. Mhm. Ja. Ja, ich denke mal. Ja, das war es jetzt hier unten eigentlich mal auch von eben, der, damit ich da auch Tschüss sagen kann. Ich würde sagen, das war es jetzt hier unten auch von der Promenade. Ja. Costa, Torrox Costa nennt sich das ja hier. Genau. Ja, ihr habt dann da diese Hauptstraße. Ihr habt da also, wenn ihr jetzt hier geradeaus wieder hochfahrt, da ist Lidl, Aldi, Mercadona. Alles da. Alles da. Ja. Es soll noch einen ganz großen chinesischen Laden da geben. Ein China-Laden. Ein China-Laden. Den haben wir aber noch nicht gesehen. Ja, und ganz viele andere kleine Geschäfte. Also hier ist richtig was los. Ne? Also ja, schon viel mehr Leben, möchte ich sagen. Genau. Ja. Ja. Okay, dann würde ich sagen, brechen wir das jetzt hier ab, ne? Ja, wir beenden das hier für. Und wir nehmen euch dann wieder mit, wenn wir was Neues entdecken. Ja, und freuen uns schon, dass ihr wieder dabei bleibt. Genau. Na? Ja. Bis dahin. Wackelt hier, ne? Ja, merkst ja, du? Man hier so. Aber macht mir nichts. Nein, okay. Okay. Ihr Lieben, bis dann. Ciao. Hallöchen. Wir sind schon da. Das ging jetzt ruckzuck hin, ne? Ja, das waren glaube ich 11 Kilometer von dem Stellplatz aus. Und war jetzt auch nicht spektakulär, die Berge hochzufahren. Also da war jetzt nicht, dass man da unbedingt filmen müsste. Nein, nein, ne? Alles gut. Aber ein total schönes Örtchen. Ja. Und zwar sind wir hier gelandet in dem Ort Frigiliana.
Ja, es ist ein weißes Bergdorf wieder. Ja. Und ist auf Tourismus ein bisschen ausgerichtet. Ein bisschen würde ich ist sagen. Gut. Also, wie wir hochkamen, also da war ich erst ja schon. Hier seht ihr jetzt, da standen hier unten hinter den Bäumen, da standen mehrere Busse. Also, die Leute werden hier auch mit Bussen hochgebaut. Ihr seht ganz viele Restaurants hier hinter Nicole auch da. Und. Sehr schönes Dörfchen bis jetzt. Ne? Ja, da geht es noch hoch überall. Und von da sind wir jetzt gekommen, da runtergefahren an dem Restaurant. Da hinten wieder Restaurants. Also hier hoch wieder. Und also ist schon ganz schön was los hier. Ja, ne? Wir werden jetzt einmal dort oben hochgehen und mal schauen, was es da so gibt. Was es so für kleine Gässchen gibt. Ne? Genau. Jo. Und dann nehmen wir euch jetzt mit. Jetzt ist es auch schon wieder richtig warm hier. Und wenn ihr Glück habt, zieht Nicole gleich blank. Ja Leute, auch hier kann man bei Amazon bestellen und die bringt bis ins kleinste Bergdorf. Amazon Prime. So, jetzt pass mal auf. Habe ich gar nicht gesehen. Nicole hat mir das gezeigt. Guck mal hier unten, Leute. Köpfchen auf dem Dings. Die hat sogar auch ein Halsband um. Der bietet sich ja an hier, ne? Ja. So schnuckelig hier, ne? Guck mal, also die Gassen, die sind total klasse hier, ne? Richtig schön. Hier geht es wieder hoch. Da geht es noch mal lang. Ich glaube, wir gehen jetzt auch mal da hoch. Erst hier, ne? Hoch? Ja, würde ich sagen. Oder brauchen wir nicht hoch? Da waren die ganzen Japaner gerade da oben. Ja, da wird ja was sein. Wenn die haben ja alles oben wegfotografiert. Da ist nichts mehr. Da, wo die Japaner sind, ist immer viel zu gucken. Richtig schön. Soweit. Die Gold zieht blank. Ich hab's euch versprochen. Mir ist warm. Ja, ist auch wirklich warm. Jetzt habe ich aber mein Mikro hier. Ich hoffe, nicht, dass es rauscht. Da ist die Panorama-Aussicht gleich. Jetzt mache ich mal so einen Schwing für euch hier. Jetzt kommt wieder mein altes Problem. Ist das nicht geil, Leute? Das ist doch ein Wahnsinnsausblick, ne? Ich liebe diese kleinen Dörfer. Viel schöner als hier die großen Städte und so alles, ne? Also wunderbar. Richtig schön. Und die kleinen Terrassen, Dachterrassen hier und so. Richtig süß. Und diese Atmosphäre, ne? Die ist einfach genial, ne? Gefällt uns echt. Ja, absolut. Das ist, guck mal, da ist sogar ein kleiner Pool da vorne. Der ist ja schnuckelig. Siehst du? Ja. Cool. Schön. Richtig schön. Ja. Habe ich eine gute Idee gehabt, hier hinzufahren. Ja, wie immer du, ne? Man soll sich nicht mit fremden Federn schmücken. Ach komm, so ab und zu mal. Hier oben ist da noch ein Restaurant. Hat allerdings geht zu. Und schön hier unter den Schirmen da oder unter der Sonnenschutz sitzen. Ja. Und diesen herrlichen Ausblick genießen. Da unten stehen sogar zwei Wohnmobile, aber ich weiß allerdings nicht, wie wir von uns aus da unten hinkommen. Gab es da noch irgendwo? Wo siehst du? Da, wo die Autos herfahren, da stehen zwei Wohnmobile. Ach so. Also durch den Dorf könnt ihr mit dem Wohnmobil nicht fahren. Nee. Ich weiß nicht, wie die hier hingekommen sind. So, muss man auch nicht unbedingt hier, ne? Nein. Komm, wir gehen mal weiter. Aber es haben ja nicht alle die Möglichkeit, mit einer Roller hier hochzufahren. Nee. Ne? Das ist es ja. Das stimmt.
Also muss es da ja noch eine andere Straße geben. Ja, der Bus ist ja auch hier hochgefahren. Richtig, genau. Also ihr könnt auch, wenn ihr Platz bekommt, mit dem Wohnmobil hier hoch. Hier ist so ein, hat Nicole gesagt, Zier-Zitronenbusch. Ja. Ja, so eine Zierpflanze. Ist, und da ist sie. Und da ist die Mama. Das ist der Große. Das ist Mama. Oh, nee. So, hier ging es nicht weiter, den Weg. Da war Schluss. Und jetzt gehen wir mal noch einen anderen. Und das Dach hier, ne? Das ist ja auch ihre alt. Ja. Also das ist schon unglaublich, wie viele Gassengänge hier sind, ne? Ja, vermutet man gar nicht, ne? Überall so schön mit den Blumentöpfen. Absolut ein Traum. Und so ruhig. Ja. Mit den Steinen hier am Boden. Guckt euch das mal an, was hier an Grünzeug steht. Wahnsinn. Richtig schön gemacht. Mhm. Die kleinen Balkone. Herrlich. Guck dir das mal an, das ist total schön. Jetzt geht's hier wieder runter. Wow. Guckt euch das an. Richtig cool. Hier kann man nur fotografieren. Ja, und also alles normalerweise müsste der Film Spielfilmlänge haben. Ja, ist der Hammer. Da geht's jetzt weiter. Ich gehe gerade an so einer Haustür vorbei, die offen steht. Ich will da jetzt nicht so reingucken. Und dieses Geräusch kenne ich. Hier läuft ein Thermomix. Und hier haben die alle keine Türklingel. Die haben alle so Klopfer. Wie früher. Auch weniger Strom. Mhm. Ja, so war das früher, ne? Aber wenn man einen Thermomix hat, hat man auch Strom, oder? Irre, ne? Die kannst du gar nicht wegnehmen, ne? Nee. Die bleiben da drin stehen. Du hast jetzt drei Kerzen angemacht. Ja. Und die kannst du spenden. Ich gehe nochmal nach vorne. Und hier wachsen wieder Apfelsinen. Einfach so an der Straße. Ja, jetzt ist wieder Mittagszeit. 2 Uhr gleich. Jetzt wird es schon wieder voller und lauter hier. Nicole ist jetzt in dem Laden Encana Decorazione. Decorazione. Oh, ich könnte den ganzen Laden leer kaufen. Nein, bitte nicht. Die haben so schöne Sachen da, Wahnsinn. Wurm gefiel mir nichts. Ja, weil du ja nicht dafür bist, ne? Genau. Wunderschön, wirklich. Ja, wie gesagt, also wird jetzt voll hier. Wir gehen jetzt mal wieder ein bisschen weiter runter Richtung Biene. Und gucken mal, was da noch so ist. Ne? Also von hier oben, die Gassen und so haben wir euch jetzt genug gezeigt. Ja. Und das könnte jetzt stundenlang weitergehen. Das ist natürlich Quatsch, das wollt ihr ja gar nicht sehen. Ja, wir sind jetzt fertig hier, ne? Ja. Wir sind jetzt wieder zurück zur Biene. Ja, war sehr schön gewesen. Ja. Also kann ich euch echt empfehlen, wenn ihr hier in der Ecke seid, fahrt nach Frigiliana. Ja, genau. Es ist wirklich ein Traumstädtchen. Vielleicht nicht am Wochenende, ne? Also heute ist ja auch jetzt Mittwoch ne? Und trotzdem ist das ziemlich voll hier. Am Wochenende quillt das wahrscheinlich aus allen Nähten. Wer weiß, ne? Es gibt ganz, ganz viele schöne Restaurants in den Gassen. Da braucht ihr jetzt zum Beispiel an diesem, was ihr hinter uns seht, gar nicht hingehen. Nein. Da gibt es schönere da oben. Und total günstig eigentlich ja, auch. Ne? War also, gar nicht teuer. Nein, überhaupt nicht.
wirklich schön. Ja, also, ja, wir verabschieden uns jetzt hier aus dem Dorf von euch. Ja, wir haben noch vor, in den nächsten Tagen noch ein anderes Dorf zu besichtigen. Und da würde ich sagen, das war's jetzt von hier und bis im nächsten Dorf. Wir sehen uns im nächsten Dorf. Ja, ihr kennt uns ja, wir können nicht so lange ruhig sitzen bleiben am Wohnmobil. Ja. Da haben wir uns jetzt die Biene wieder geschnappt. Genau. Nicole hatte noch ein Dorf rausgesucht. Ein Bergdorf, Kompeter. Kompeter, genau, mit C geschrieben. Mhm. Da sind wir jetzt hin, auf dem Weg dahin. Ja. Unten war eigentlich noch ziemlich kühl, sag ich mal. Ja. Ne? Und je höher wir kommen, desto wärmer wird das hier. Ne? Ist der Hammer. Also es ist richtig warm schon. Wahnsinn. Guckt euch das mal an, wie die Menschen hier so leben überall. Das ist irre. Ja. Also ich hoffe, man kann das überhaupt sehen. Das ist so. Und das geht seit Kilometern. Hier hinten seht ihr auch das Meer. Und hier die einzelnen kleinen Häuschen da überall. Ist schon irre, ne? Ja, also hier sag ich mal. Und Leute, die Mandelbäume fangen an zu blühen. Ja, aber auch da vorhin. Da hinten ist eine. Ja. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Guck ne? mal so irgendwo da ist sie. Ja. Vielleicht finden wir näher noch einen, den wir mal näher aufnehmen können. Ja, keine, das Gegenlicht. Aber, das ist zu weit, also. Aber Leute, jetzt mal ohne Scheiß. Ne? Ohne Witz. Kenne ich jemanden, der immer sagt, ohne Witz. Hier ist die Welt doch noch in Ordnung, oder? Also das ist ja traumhaft. Ja, so eine Ruhe, so eine Idylle. Ja, also hier ist ja, wenn jetzt gerade kein Auto kommt, Totenstille, ne? Ja, total schön. Ja. Ja. Schön. Haben wir mal gedacht. Ich wollte euch einfach mal zeigen, wie die Menschen hier so in den Bergen wohnen, genau. Leben. Also ganz einfach wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich auch mit wenig Geld, weil was arbeiten die hier, ne? Ja, ich weiß es auch. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja. Aber das ist ja nicht das Wichtigste immer, ne? Nee, Arbeit ist so, mit Arbeit kann man sich den ganzen Tag versauen. Ja. So, ja, gut. So, ne? Jetzt würde wir ich sagen, steigen jetzt wieder auf den Bock. Und los geht's. Und dann geht's wieder weiter, ne? Da war ja jetzt eine Aktion, ich weiß gar nicht, wo wir da überhaupt durch den ganzen Ort gefahren sind. Ich hatte einfach nur den Ort eingegeben, Kompete. Und ja, also für Wohnmobile, da never ever. Da bleibst du drin stecken, ne? Da bleibt ihr stecken, da gibt es kein Vor- und Zurück. Das ist sowieso, das war auch jetzt nicht irgendwie eine Einbahnstraße. Man hätte da auch Gegenverkehr haben können. Mit dem Roller ist da jetzt kein Problem, aber wenn ich dann mit dem Pkw durchfahren müsste, Hut ab, also na. Ja gut, jetzt sind wir hier oben angekommen. Jetzt kann die Nicole ja mal so nach links filmen. Da. Ja. Und für sie nach rechts. Da ist der Ort. Und ja, Nicole. Ja, wir gucken noch mal, was wir hier so an kleinen Gästchen. Ich weiß gar nicht, ob es hier noch was gibt. Muss ich mal eben bei Google gucken. Ich vermute mal, wir gehen Richtung diesem Kirchturm da. Ja, denke ich auch mal. Der Kirchturm ist immer mitten im Dorf eigentlich. Und, ja, da gucken wir uns das mal an, ne? Ich weiß nicht, ob wir hier parken können. Ja, warum denn nicht? Ja, denke ich auch mal, ja, ne? Ja. Können wir einfach hier stehen oder ich suche mir so eine kleine Ecke, wo ich niemanden störe. Und dann gehen wir mal ein bisschen zu Fuß da hoch. Ja. Und dann habe ich schon für den Rückweg, der Hinweg war ja schon ganz schön mit den Serpentinen so hoch. Da gibt es noch einen anderen Weg zurück, dann fahren wir den anderen Weg zurück. Und da ist noch mehr kurvig. Ne? Mhm. Aber berg runter da. Aber eine schöne Strecke mit dem Roller zu fahren, ne? Und Nicole hat ja ein bisschen gefilmt unterwegs, da habt ihr vielleicht auch die Mandelbäume da gesehen.
Und die blühen schon echt. Und hier ist es richtig, richtig warm. Mhm. Ich will ja jetzt nicht sagen, dass mir dann denkt ihr, der hat einen an der Mütze. Aber die Sonne geht mir schon so ein bisschen auf den Sack. Entschuldigung. Ja, ich weiß ja, zu Hause ist alles anders. Aber da ist halt so. Ne? Ja, okay, so. Dann würde ich sagen, wir machen uns auf den Weg. Ne? Ja. Und wir sehen uns am Kirchturm. Ja, wir sind jetzt hier oben angekommen an der Kirche. Und hier tobt das Leben. Ne? Mhm, echt? Also hier ist richtig was los. Ja. Hätte ich nicht mit gerechnet. Also, mal so einmal hoch zum Kirchturm hoch. Ja, hier jetzt ist ja Bauarbeiten, gerade hier links renoviert einer, deswegen ist so ein bisschen gekloppt. Ja. Guck mal hier, die sind das Fliesen, Nicole, ne? Ja. Das sind Fliesen, ja. Das ist richtig schick. Handgemalte Fliesen. Ich gehe da mal einmal so dran vorbei. Ich bin ja nicht so ein Kunstliebhaber oder so, aber das finde ich schon cool, ne? Das finde ich schon schick, ja. Und wie gesagt, das gibt es ja nur einmal, ne? Ja, guck mal hier, ich weiß gar nicht, wer sind denn die beiden Hübschen hier? Ist das wieder mein Kollege Alfonso? Naja. Naja. Hier wieder so enge Gassen. Überall. Ist wieder ein total schnuckliges Örtchen hier, ne? Und alles so schön weiß gestrichen immer und so ordentlich sauber und richtig schön. Wisst ihr übrigens, warum es in diesen Bergdörfern überall diese engen Gassen gibt? Damit das mehr Schatten gibt, ne? Mhm. Damit die Schattenzonen haben. Genau. Umso enger die Gasse, umso schattenreicher ist es ja, ne? Genau. Und deswegen ist es so gemacht worden oder gebaut worden. Jo. Sollen wir nochmal um die Kirche so rumgehen? Ja, klar. Wir haben nur gerade schon gesagt, also hier ist ja echt steil alles. Und so alte Leute haben wir vorhin gesehen mit so einer Gehhilfe und so. Rollator, ne? War schon heftig, ist schon schwierig hier. Also wenn du hier alt wirst, ist es schon nicht so einfach, ne? Ja. Auch überall wieder so kleine Cafés, wenn der Jürgen einmal da so rumfilmt. Wir gehen doch mal da rum. Komm, wir gehen da einfach mal hin. Auch total schnuckelig. Genau. So, wir haben Glück, die Kirche ist auf. Dann gehen wir mal da rein. Wow. Mach mal Licht an. Mach mal Licht an, ja. Nee, geht aber. Ich geh mal nach vorne. Ja. Wir haben ja jetzt schon öfter so Kirchen besichtigt. Aber hier in Spanien, die haben sogar so Ventilatoren an den Wänden. Das wird wahrscheinlich im Sommer so warm hier, obwohl Kirchen ja eigentlich immer recht kühl sind, dass hier die Ventilatoren gebaut werden. Gesundheit. Ja, mal so ein Blick in so eine Kirche auf so einem Dorf hier. Schon schön. Ja, wir machen jetzt einfach mal so ab und zu mal so einen Schwenk hier in dem Dorf, damit ihr mal seht, wie das so ein bisschen aussieht, ohne viel Gequatsche. Hier so ein Souvenirshop. Souvenir würde ich das nicht bezeichnen. Nee. So, nö. Allgemein sowas. Fashion Art. Hier muss man auch Vertrauen an so eine Handbremse haben. Ja, wenn ich das so sehe, wie der da geparkt hat, können wir dann nochmal hochgehen hier. Hm?
geschrieben. Das war es jetzt von diesem Kompete hier. Nettes kleines Örtchen. Ja. Und oben an der Kirche sind zwei Restaurants, wo man günstig Menü de Lia essen kann. Was hast du gesagt, für 10 Euro? Für 10 Euro und der andere für 9 Euro. Frag mich jetzt aber nicht, was da alles gab. Ja. Aber bei Menü del Dia gibt es eine Vorspeise, Hauptspeise und Nachspeise. Mhm. Ja. Ja, wir aber gehen, wir haben noch keinen Hunger. Nee, wir haben 13 Uhr jetzt. Das ist noch nicht so unsere Zeit. Nein. Wir gehen jetzt zum Roller zurück. Ja. Und dann gibt es hier noch so ein... Es gibt hier ein Wohnmobilstellplatz. Genau. Warte mal, bis das Auto weg ist. Ja. Ja. Und der liegt ein bisschen in den Bergen und den wollen wir uns auch mal angucken. Ja, einfach nur mal so. Ja, ist glaube ich nicht so weit weg. Ich glaube 3 Kilometer oder was, ich weiß es nicht. Müssen wir schauen. Das schaffen wir. Das schaffen wir, ja. So ihr Lieben, wir sind jetzt zu dem Wohnmobilstellplatz gefahren, hier oben in den Bergen. Und so heißt der. Müssen wir bei Google mal eingeben. Hier ist auch ein Schild videoüberwachte Zone. Hier sind so die Stellplätze. Haben wir nicht gedacht, dass hier so viele Leute stehen. Hier gibt es noch eine Fähr- und Entsorgung wohl. Aber sonst wohl nichts. Kein Strom sehe ich hier nicht. Und ja. Wie viele Plätze der hat und so müsst ihr mal selber gucken im Internet. Also so sieht das hier aus. Ich weiß nicht, ob der Wohnwagen dem Besitzer gehört, dass er hier abends hinkommt und kassiert. Ja, ist auf Schotter abgeteilt und das geht hier schon ziemlich steil hoch. Naja, aber das ist kein Problem, da ist ja eine befestigte Straße. Und ihr braucht auch nicht durch dieses Dorf fahren, was ich euch vorher gezeigt habe. Keine Angst. Und ja, von da unten kommt ihr hoch. Ist alles gut beschildert eigentlich auch. Und dann, wenn ihr einen schönen Ausblick genießen wollt, dann müsst ihr euch mit dem Stuhl oder so hier hinsetzen. Und dann könnt ihr hier runter gucken. Ja, da ist diese Hauptstraße da unten. Von da kommt ihr, also ganz normale breite Straße. Alles gar kein Problem. Und da hinten wieder überall die kleinen Häuschen, die so kleine Sträßchen da. Das ist schon cool, ne? Was soll man sagen? Wunderschön hier. Wunderschön, schön ruhig, genau. Ruhe, ja. Also wer richtig Ruhe mal haben möchte, ich glaube, der ist hier richtig. In den Berge oder so reinfahren im Inland, dann habt ihr echt Ruhe. Ja, aber hier ist außerdem auch nichts, ne? Nein, ihr müsst euch gut eindecken, mit Lebensmitteln natürlich, ne? Ich meine, ihr wird's mit Sicherheit, wenn man irgendwo... Ja, genau. Da möchtest du jetzt nicht unbedingt mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren. Nee, also ich bin froh, dass wir die Tour mit nach dem Bergdorf nicht mit dem Fahrrad gewählt haben. Ja. Weil das geht echt schon steil hoch überall. Ne? Ist halt im Berg. Ne? Ist ein Berg, genau. Ja, okay. Ja. Ich würde sagen, damit beenden wir dieses Video auch wieder. Ja, würde ich auch sagen. Wir haben jetzt noch 2 Tage. Und wenn ihr dieses Video seht, sind wir wahrscheinlich schon woanders wieder. Ja. Ich muss das ja noch zurecht schneiden. Unser nächstes Ziel ist Malaga. Malaga Beach, ne, heißt Malaga das? Beach haben wir uns eingebucht für 4 Nächte. Da wollen wir uns dann Malaga angucken und so ein bisschen die Umgebung. Ja, und ich würde sagen, wenn ihr wieder Lust habt. Ja, dann sehen wir uns in Malaga wieder. Sehen wir uns im nächsten Video in Malaga wieder. Ja. Genau. Und wie gesagt, nicht vergessen. Däumchen nach oben. Kommentieren nicht vergessen. Kanal abonnieren. Das Übliche. Da ist dann nur, damit ihr das nicht verpasst. Was andere wollen wir ja gar nicht. Genau. Genau. Nee, macht echt Spaß mit euch. Auch eure Kommentare, die sind immer total auf nett und so. Auf jeden Fall. Ganz lieben Dank nochmal an all diejenigen, die uns geschrieben haben. So, ihr Lieben. Wir sind hier jetzt bei dem Richard und bei Lore. Wir sind ja eingeladen zum Paella-Essen. Und da sitzen die beiden und grinsen. Das erste Mal im Fernsehen, die beiden. Ja, wir gucken mal, was Richard so vorbereitet hat. Da gucken wir mal rein. Oh, Leute, warte mal, den Dampf mal abwarten. Ja, Richard, was hast du denn da alles drin? Ach, Lachs, Tintenfische, Garnelen, Paprika, Reis, Fischfond, Fischfond und Muscheln. Und Muscheln. Und wie lange braucht so eine Pizza?
So eine Paella? Die Paella braucht ungefähr 35 bis 40 Minuten. Länger nicht, ich habe gedacht, die dauert länger. Ich mach das nicht wie die Spanier. Ich brate meinen Fisch vorher an, nehme das raus, mache dann mein Gemüse rein, mein Paprika, meine Erbsen und alles. Und dann mein Reis, koche das auf und mache ganz zum Schluss den Fisch rein, dass er nicht zu trocken wird. Okay, ja. Ihr müsst dazu sagen, der Richard ist Kochberuf. Küchenmeister, ja. Ja, gut. Küchenmeister, ja. Und der weiß, was er da macht. Und ja, wir haben die kennengelernt in Palermo, die beiden. Das ist doch die einzige schöne Erinnerung an Palermo. Oh, naja. Okay, wir zeigen euch gleich nochmal, wenn wir was auf dem Teller haben. Ansonsten müsst ihr uns jetzt leider erstmal alleine lassen. Auf jeden Fall sagen wir schon mal recht herzlichen Dank an euch beide. Ja, für die Einladung. Gern geschehen. Ja. Und wir sagen, ja, bis gleich mal. Ja. Der Richard macht jetzt hier mir so eine Portion drauf. Das ist natürlich jetzt nichts für einen, der keine Meeresfrüchte mag oder so, ne? Nee. Aber da gibt es ja auch andere Varianten. Ja, man kann es auch mit Hähnchen machen, ja, mit Kaninchen machen. Ja, ja, richtig. Ja. Danke, danke, Richard. Aber sieht echt lecker aus, ja. Leute. Und Geruchsfernsehen gibt es ja leider nicht. Nee. Ne? Das riecht schon cool. Das stimmt, da hast du recht. Man muss nicht alles riechen. Naja, okay. So, ihr Lieben. Ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt auch überhaupt hier aus diesem ganzen Video. Ne? Ja, würde ich auch sagen. Wir sagen jetzt Tschüss aus Torrox. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Da sind die beiden leider nicht mehr dabei. Aber vielleicht laufen wir uns ja nochmal über den Weg irgendwo. Ne? Genau. Okay, ihr Lieben, dann würde ich sagen, bis dahin, alles Gute, bleibt gesund. Ciao. Ciao. Ciao.